Es riecht nach Rosinen, nach Kaffee trinken. Es riecht nach Geld. Luxemburgs Rosinenbrot ist reich an Aromen, reich an Kalorien. Es ist so reich wie sein Heimatland. Das letzte Großherzogtum der Welt ist EU-Gründerstaat. Und das mit Abstand. Reichste Land Europas. Für den sogenannten Kirmeskuchen, Weizenmehl, lauwarme Milch, einen Esslöffel Zucker und 20 Gramm Hefe in einer Schüssel mischen. Nach 15 Minuten zwei Eier und nochmals Zucker, ein großes Stück Butter und eine Prise Salz hinzugeben. Alles gut durchmischen. Jetzt wird geknetet. Und Luxemburgs ehemaliger Premierminister und Chef der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, ist ein wahrer Meister auf dem Gebiet. Von der Seite packen, drehen, kurz Druck ausüben und loslassen. Nochmal in Zeitlupe. Von der Seite packen, dann drehen, kurz Druck ausüben und wieder loslassen. Von der Seite packen, dann drehen, kurz Druck ausüben und wieder loslassen. Wieder loslassen. Loslassen. Also immer locker, mit Schwung und bloß nicht zögerlich vorgehen. Dann bilden sich die besten Netzwerke aus Gluten. Unsicher? Dann einfach den Fenstertest machen. Dazu ein kleines Stück Teig möglichst weit auseinanderziehen. Bleibt der Teig undurchsichtig, so wie das Netzwerk an Briefkastenfirmen aus Luxemburg, schön weiterkneten. Transparenz ist gefragt. So zum Beispiel. Jetzt eine Handvoll Rosinen dazu und den Teig in einer gefetteten Kastenform auf die doppelte Größe aufgehen lassen. Luxemburg hat gerade mal eine 500.000 Einwohner. Aber pro Kopf muss ein Luxemburger mehr als doppelt so viel für die EU bezahlen wie ein Deutscher. Etwa 2 Euro am Tag, der Durchschnittspreis für einen Laib Brot in Luxemburg. Den Teig jetzt mit Eigelb bestreichen und ab in den Ofen bei 190 Grad. Die Küchenuhr auf 25 Minuten stellen und warten, bis es klingelt. That's my wife. Entschuldigung, das ist meine Frau. Prime Minister Pizzo, you have the floor. No, it was Mrs. Merkel. Ah, nein, das war Frau Merkel. Luxemburgs Rosinenbrot. Besonders lecker mit extra dick Butter drauf.